Herzlich willkommen zu Let's Play Magic Ball 3 oder 3. Ein kleines Nebenprojekt von mir. Ich habe schon mal angespielt. Ich habe mich hier Simon genannt. Es gibt 4 Welten, die jeweils immer ein paar Levels. Wir werden uns mal den blauen noch suchen. Ja, es gibt ungefähr mal 15 Levels oder keine Ahnung. Wir starten gleich mal. Eigentlich ein recht lustiges Game. Für mich jedenfalls. Ist so ähnlich wie Pinball eigentlich. Bloß, dass es in Pinball nicht laggt. Nee, Scherz, es laggt manchmal, aber nur bei der Aufnahme. Ja, es ist ähnlich wie Pinball. Bloß, dass man hier verschiedene Items einsammeln kann. Und die Levels so schön dekoriert sind. Zum Beispiel hier Raketenwerfer. Oder Überraschungspack oder Tornado. Ist auch ganz lustig, der weht immer so schön alles weg. Den Blitz mag ich auch ganz gerne. Weil der einfach auf irgendwem zielt und dann trifft und mehrmals, ich glaube 3-mal oder so, und Bomben eigentlich auch recht gut. Die sind mir zwar nur kurz da, aber dafür haben die ganz schön viel Power drauf. Na komm, jetzt mein Piratenkrieg auch weg. Und gewonnen. Der goldene Stern ist immer das Siegeding, das muss man einsammeln. Siegenteil oder sowas. Wie versprochen, nach Let's Play Star Wars Jedi Academy folgt ein anderes Game. Das ist mein anderes, was ich erwähnt hatte. Wenn man es überhaupt verstanden hat. Weil da ist, konnte man mich echt schlecht verstehen. Ich bin immer noch krank. Bei dem Spiel geht es, glaube ich, einigermaßen, kann ich mich besser verstehen. Das war übrigens mein Lieblings-Item. Weil das ist halt so ein komischer Stachelball, der durch alles die Geschenke, dann kriegt man immer irgendwelche Items. Muss nur gegenschießen. Und das mag ich auch gar nicht, die besoffenen Bälle. Die sind ja überall rum. Und man weiß gar nicht, wo sie eigentlich hinwollen. Dann hat man schon abgeschissen. So wie. Was bin ich zerstört? Skeletter. Ich bei einem von ihnen ist tot. Yep. Mein ganzes Leben verloren. Aber naja. Wir haben ja noch ein paar Leben. So, nächstes Level. Oder nächster Level. Ich sag mal nächstes Level. Keine Ahnung warum Angewohnheit. Bäm, der Blitz steuert erstmal alles durch die Gegend. Bonuspunkte. Ich versuche mal die da oben weg zu. Ah, geschafft. Sitzen sie, stehen sie auf dem Wasser. Versucht das Schiff erstmal kaputt zu kriegen. Machen wir erstmal den Ball erstmal größer.
So, größerer Schläger. Bombe. Damn. Alles nochmal wegräumen. Jetzt ist es nachts. Kanone war kaputt. Bonuspunkte. Der Schluss von den Levels ist meistens immer am schlimmsten, weil da kriegst du kaum Items und da kannst du dann wirklich besiegen. Oder so kommt es. Also am Anfang ist ja für mich eigentlich am besten. Wenn du ein gutes Item bekommst, sind sie schon alle tot. Kommt immer darauf an, was du bekommst. Das mit Laser ist auch gut, aber immer nur, wenn jetzt nicht so wenig da sind, weil dann nichts ist gekommen was. Wenn ich mal treffen würde, ja, tot. Und nochmal hier sind's gedeckt. Und der Laser ist leer. Wenn ich mal das zweite Level schaffen, das dritte ist es ja schon. Wenn ich mal das dritte Level schaffen. So, geschafft. So, jetzt kommt hier mal die Krake. Das Jojo. Das ist immer lustig. Da kann man hier irgendwie hin und her schwingen. Und so, jetzt wieder nachts. Ausweichen. So, da hat das Jojo gleich mal den Ball. Das ist mal fett ordentlich gegen das Schiff. Zack. Erdbeben. Und das Schiff liegt erstmal ordentlich hoch. Das ist immer geil was. Sah mal richtig stylisch aus. Bam. Nein, das haben wir nicht. Erstmal ein Krake killen. Ich bin erstmal voll im Kopf. Und am besten sammle ich mir jetzt nicht Nacht an, wenn ich das einfach nicht mehr. Den Tag ist kaputt. Und da hat es gekippt. Und das andere ist der Urwurm. Was hätte ich nehmen können? Mal sehen, kaputt mal links. Oh ja, noch ein bisschen. So, am nächsten Tag wird kaputt. Mein Lieblingsding, der Stachelball. Und der räumt erstmal alles weg. Der geht einmal irgendwo durch und weg. Weg, weg, weg. Weg. Das ist der übelst übel geil. Da war nur was zu gewinnen und schon haben wir gewonnen. So, Level 5, glaube ich. Mal gucken, bis wie viele Level zu spielen und dann. Keine Ahnung. Mal gucken. Anfang der Levels leckt ein bisschen. Und warum? Weil ich jetzt neben verloren habe. Ja. Oh, mein erster Länder ist kaputt, ich sehe den Ball gar nicht mehr. Irgendwo rechts. Ja, er macht alles kaputt. Komm, macht's raus kaputt. Meteoritenring, der ist geil. Bam, erstmal raus drauf. Und das Haus wird voll zerstört. So, ich helfe ein bisschen mit. Laser. Der ist so übel schießen. Bisschen kaputt schießen. Jojo einsammeln. Zack. Und erstmal alles richtig schwer zerstört. Zack. Ringe sind. Meteorienring. Komm, triff. Ja. Komm hier durch. Nein, ich wollte. Komm wieder durch. Ja. Perfekt. Ich mach den Ball mal ein bisschen langsamer. Auf die Kontrolle verlieren. Okay. Ich denke mal, bei dem Nebenprojekt
Wir haben es allerhöchstens. Ich weiß nicht. Fast 10 Parts. Ja, fast 10 Parts. Mehr aber auch nicht. Weil das sind ja nicht nur 4 Kapitel. Und die Level sind vielleicht auch nicht mehr so viele, ne? Und ich verliere gleich mal. Ich finde, das Spiel macht eigentlich Laune. Auch wenn es nicht wirklich. Es ist so wie Pinball. So eine Art. In etwa. Aber ich finde, das ist, warum ich das geil finde. Ja, wenn man mir Spaß macht. Aber wahrscheinlich, weil man hier so viel zerstören kann. Finde ich echt gut gemacht. Und auch auf so einer Plattform ist. Mit Wasser und verschiedenen Sachen, die da drauf sind. So, jetzt haben wir den Laser. Und da ist noch ein. Da. Und wir sind fertig.